love to love you, baby. I love to love you, baby. I feel love, I feel love, I feel love, I feel love, I feel love. Ich bin der Cora Frost. Ich lebe zurzeit als Non-Binary Zwischenwesen in Berlin. Dein Dach ist das Dach der Welt. Auf deinem Dach, da möchte ich gern ein Schneemensch sein. Nur scheu dich scheuen und Flocken fangen mit großen Pratzen. Dein Dach ist das Dach der Welt. Auf deinem Dach, da möchte ich gern ein Schneemensch sein. Nur scheu dich scheuen und Flocken fangen mit großen Pratzen. Ja, ich bin mit 14 bin ich dann, also ich habe getanzt, exzessiv. Ich wollte nie meinen Frauenkörper. Ich wollte als Mann tanzen, so springen und so, das war mein Traum. Ich habe dann beschlossen, ich wollte auch nicht reden wegen meiner hohen Stimme. Ich wollte dann Clown werden, also Pantomime fand ich dann ganz schnell schrecklich. Und wollte abhauen zu Dimitri. Dann haben die mich aber sitzen lassen in der Schule wegen 3 Punkten. Und dann bin ich gleich ins Erotik-Business abgehauen, weil ich in eine Freundin verliebt war. Und wir haben die Gesellschaft verachtet, die Bürgerlichkeit. Wir haben gesagt, auch Kunst ist so bürgerlich. Es ist alles diese Frauenrollen. Und also alles, was jetzt diskutiert wird, das haben wir halt damals. Und wir haben dann so die bizarrsten Dominas und so, das fanden wir halt scharf, das gefährliche Männer unter den Tisch getrunken. Also ich wollte als Kind ja schon nicht einschlafen. Ich habe immer auch noch Einschlafschwierigkeiten. Ich habe als Kind im Bett sitzend bin ich eingeschlafen. Ich wollte nicht schlafen. Ich habe auch immer Vater Unser gebetet, dann habe die Decke über dem Kopf und wahnsinnig geschwitzt. Die wurde dann 10-mal umgedreht. Ich habe immer Gespenster gesehen und so. Und ich habe mich jetzt ein bisschen so, dann habe ich mich eben mit der Nacht angefreundet und habe da gelebt. Ich habe immer, das war auch für mich so die Zeit, wo man zu nichts gezwungen worden ist, weil du bist ja den ganzen Tag in der Rolle gezwungen worden oder zur Tätigkeit gezwungen worden. Und dann hast du halt 1 Stunde frei und dann verlängerst du das immer mehr. Du haust von zu Hause ab, du riechst die Luft, du denkst, ich kann doch jetzt nicht schlafen gehen, ja. Du guckst halt diese Luft, ja, und dann hörst du Musik und dann zack, Schuhe aus, durchs Treppenhaus, raus. Das war ja schon in der Schule so. Ich habe das war wie ein Instinkt. Ich musste raus nachts. Ich konnte nicht in die Schule dann abends und dann schlafen gehen. Fernsehen oder sowas schon gar nicht. Ich musste raus in die Nacht. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja dann auch angefangen, nachdem ich sitzen geblieben bin, um Geld zu verdienen für meine Sachen, um meine Texte zu verarbeiten, zu vertonen, habe ich dann angefangen, eben in Kabarets zu arbeiten. Und wie alt warst du da? Da war ich 18. Sobald ich 18 geworden bin, zack, ab. Bis dass der Morgen mich vertreibt. Ich konnte aber nie strippen. Ich habe die Sachen immer wild von mir geworfen. Ich habe mich ja nicht als Frau gefühlt. Ich wollte das halt erfahren, wie ich gesehen werde, um das zu begreifen. Und ich habe immer wild getanzt und alles von mir geschmissen und zack. Und die Hausdiener mussten es immer suchen. Es gab immer so Hiwis, die haben immer alles zusammengesammelt und so. Und hatte eben auch so Themen, ich heirate mich selbst. Dann hatte ich den Kopf von meinem Mann in der Handtasche und hatte dann auch einen Fan, den Türsteher, einen Pole, der hat sich selber Gagarin, der hatte auch ein Pseudonym genannt und der kam dann immer rein und hat zugeguckt, wenn ich getanzt habe und so. Und wo hast du da getanzt? Im Intermezzo in der Maximilianstraße. Das war vorher am Anfang von der Maximilianstraße, wo das alte Schumanns war. Das war noch die alte Mutter, war so ganz toll und Crazy Horse. Dann haben die irgendwie so ein Pferd geholt, also das altmodische Striptease-Zeug so mit, ja, so 60er Jahre, wo der Kellner hat gesagt, da sind den Leuten noch, das ist Geld aus den Taschen. Die haben jeden Abend die Scheine aufgelesen, wenn die besoffenen Männer weg waren. Damals gab es noch Geschäftsleute,
das war Usus, die Geschäftsleute einzuladen in gute Kabarets. Da gab es halt dann teuren Champagner und so. Und dann gab es als Speise Kaviar und so. Also es war eben noch so ein Überbleibsel aus den Nachkriegszeiten. Das Lied ist für dich, Rita. Als wir in der Glänzestraße gewohnt haben, über dem Tanzlokal Größenwahn, und ich bin aufgetreten als Schneekloß auf deinem Dach vor deinem Fenster über der Garage und hab so kleine Styropor-Sachen geworfen. Es war Schnee. Ich wollte dann auch, da habe ich eingetragen für Musikwissenschaften und Philosophie und so, und bin dann zur Uni und hab gehorcht an der Türe und hab gedacht, das geht so wie weiter wie in, ich hab gedacht, warum nicht das mitnehmen? Und es ging so weiter wie in der Schule, und dann habe ich Russisch für Nichtslawisten gemacht, und dann war ich aber auch schon auf Tournee, und dann haben die schon bei Russisch für Nichtslawisten, ging es ja um nichts, ne? Da hatte meine Nachbarin schon so den Arm drüber und sie wollte mir nicht Material geben. Ich bin jetzt nächste Woche nicht da, kannst du mir es kopieren? Na? Und dann habe ich gedacht, nee, also ich will nicht studieren, ich will da nicht hin und so. Und dann bin ich halt dann dahin, wo es am wildesten war, wo es am dunkelsten war, wo es am gefährlichsten war. Und also in München. Und Gott sei Dank nicht woanders, muss ich sagen. Ich wollte das Leben. Ich wollte keine Studium, keine studierten Leute, keine Streber, keine, die irgendwie so vorsprechen. Und ich wollte Leute, die es richtig drauf haben, Leute, die durchs All fallen können, die aus dem Dreck kommen, die was zu sagen haben übers Leben, die nicht so antiseptisch sind. Ich wollte Leute, die auf die Schnauze gefallen sind, die sich bewegen in der Nacht, die, das, also ich liebe ja inzwischen auch den Morgen oder so, ich habe eher nur nachts gelebt. Und ich war so schüchtern, es war mein erstes Theaterstück. Ich habe mich ganz dick ausgestopft. Und heute bin ich wirklich dick. Also nicht ganz so dick wie der Schneekloß, aber bisschen klosig. Man hat ja im Leben verschiedene Phasen, man durchläuft verschiedene Phasen. Manche haben einen Namen, dann heiraten sie und dann sterben sie. Und ich habe halt mehrere Namen. Also ich habe auch meine Nummer gehabt, einen Tanz, der hieß, ich heirate mich selbst. Also man wird geboren und dann kriegt man so einen Namen von der Familie. Und dann, ich habe mich dann selber umbenannt in einen anderen Namen, Nina hieß ich dann. Und dann bin ich von zu Hause weg und dann, ich hieß aber Cora mit dem anderen Namen zusammen, und dann habe ich noch einen anderen Nachnamen gesucht. Den hat mir dann ein Kollege gegeben, also Frost aus Wuthering Heights, aus diesem Film. Ja, so bin ich halt habe ich verschiedene Erscheinungsformen, die sich aber dann doch wahrscheinlich, wenn ich dann mich auflöse in ein Ganzes, auflösen oder in verschiedene Richtungen. Wo sind nur meine Jahre geblieben? Wo sind denn die Jahre geblieben? Schob sich zwischen mich und meinen Sommer. Was werd ich denn wiedersehen? Muss immer weiter gehen, ob mit oder ohne Kummer. Hatte die Füße oft im Dreck und den Kopf im Himmel drin. Und seh ich die Wolken sich drehen und hör Musik dazu. Der Kopf auf den dreckigen Füßen lässt sich grüßen mit Musik. Und ich höre Musik. Die Welt ist aus Tönen, aus bunten und gelben, still, manchmal dröhnen. Ich höre Musik. Dahin will ich zurück. Wir gehen dahin, wo keiner mehr weiß, wohin wir gehen. Hab die Füße im Dreck, aber ich kann ganz weit sehen, über die Häuser und spielenden Kinder und dampfenden Busse und ehrlichen Finder. Über den Bäumen schlafenden Krähen, über die grauen Höfe kann ich sehen, die Gärten riechen und die Hummeln hören und Millionen von Ameisen hören. Die Dächer glimmen und glitzern und blinken und ich sehe ein paar Kunstturner zierlich winken und abends über den goldenen Dächern fächern mir Schmetterlinge den Duft zu der wohlklingenden Nacht. So habe ich mein ganzes Leben zugebracht. So gehe ich bis ans Ende der Zeit. Ich laufe, bis mein Leben aus den Wolken schneit. Ich höre Musik. Die Welt ist aus Tönen, aus bunten und gelben, still manchmal und dröhnen. Ich höre Musik. Dorthin kehre ich zurück. Ich habe
sehr gerne gelesen. Also ich war, das war auch meine Art zu überleben zu Hause. Ich habe mich in mein Zimmer gelegt. Es gab einen Bücherbus. Ich habe auch sehr gerne gemalt. Und dann bin ich in den Bücherbus und da habe ich dann immer 8 Bücher geholt und habe 6 davon gleich gelesen im Liegen und dazu Schokolade gefressen. Dann irgendwann habe ich angefangen, Lieder zu schreiben oder meine eigenen Werbetexte. Ich habe dann auch so von anderen gelernt, wo der Stil mir gefallen hat und die Lieder sind mir halt so zugeflogen. Das musste halt raus. Das habe ich jetzt aber nicht als Text oder so. Ich habe dann erst später verstanden, dass es auch Prosa ist und so. Und ich habe mein Leben lang eigentlich das, was ich konnte von Anfang an, wovon ich auch ein bisschen geträumt habe, habe ich mich nie getraut, als Beruf zu ergreifen und habe es verdrängt. Und dann kam das mit dem Tanz und so, dann hat es mich gepackt und dann hat es mich rausgetragen. Dann war ich nur noch nachts unterwegs und dann war das erstmal gegessen. Und ich muss auch sagen, also ich finde Schriftstellerinnen sehr sexy. Ich finde Intelligenz sehr sexy. Es gibt sogar einen Ausdruck dafür, den wollte ich auswendig lernen, den habe ich vergessen. Also Leute, die den Fetisch intelligente Frauen haben. Aber es gibt, ich finde es wirklich interessant, dass Schriftstellerinnen oft außerordentlich attraktiv sind. Das finde ich sehr interessant. Also so das Gegenteil von der landläufigen Meinung. Also so das Mauerblümchen, was man schreiben muss, damit so ein bisschen zum Leben kommt. Also so ein bisschen so Krickelkrakel und dann gewinnst einen Preis und dann gehört es auch mit dazu oder so. Sondern das ist ja eigentlich ganz anders. Es sind ja sehr sinnliche Frauen oft und sehr schöne Frauen. Das fand ich dann auch faszinierend. I'm the girl behind the curtain, I'm the girl behind the wall, but you never will see me because I'm not anything at all. I will fly over your houses, over your bitterness and fate. I will fly behind the curtain where is buttermilk and grace. Trousers made of roses, a dress made of 1,000 flies, and they're shimmering and humming. Take me up, up to the skies. I'm the girl behind the curtain. There I sit and there I cry. I'm the girl behind the curtain. I will live and you will die. Die meisten Lieder schreibe ich selber. Und es gibt viele Lieder, die mir gefallen. Also ich mag sehr viele Musikrichtungen. Also bis ich 14 war, habe ich viel klassische Musik gehört, zum Beispiel Mahler, die Kindertotenlieder. Ich bin der Welt abhanden gekommen, saß ich immer davor und habe geweint. Also so richtig Drama auch, wenn einem so Süße durchfließt und so. Aber ich mag ganz, ganz viele Musikrichtungen. Das Einzige, was mich nervt, ist dieses ich hasse Marsch. Ein Freund hat mir versucht, das zu erklären, ich kann es nicht. Dieses 1, 2, 1, 2 und das ist auch in der Rockmusik oft drin. Das geht mir sehr auf die Nerven. Also ich schreibe halt sehr gerne und dann misstraut man manchmal auch den eigenen Sachen. Aber ich merke jetzt schon, wie ich länger nicht auf Tour war, und dass man so beschäftigt ist, wenn man andere Arbeiten macht, für andere arbeitet oder Sachen organisiert oder Texte lernt, dass das dann nicht mehr so kommt. Und früher bin ich Zug gefahren und es ist mir so zugeflogen alles und das habe ich dann aufgeschrieben. Also ich bin jemand, der so schwer schreibt. Oder ich wach auf oder ich sitze eine Nacht im Bett und schreibe. Und es ist schon in so einem Alpha-Zustand, glaube ich. Also dass man sich in so eine Art Trance versetzt, das sind so Momente. Und dann fließt es so raus und ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Und ich denke, es gibt genug, die Coverversionen singen und es gibt wahnsinnig viele Coverversionen, die finde ich wunderschön. Und ja, ich habe mit Georgette auch ein Programm zusammen gemacht und dann haben wir eigene Sachen gesungen und dann hat Georgette halt, wenn ich mir was wünschen dürfte, ne, von Marlene Dietrich. Das war der größte Knaller. Dann weinen alle und es ist nicht einfach, das zu interpretieren, das möchte ich damit nicht sagen, aber es ist einfach, solche Lieder zu benutzen.
Und ich könnte das auch. Aber ich habe dann gedacht, es ist wichtig, bevor man abkratzt, keine Nerven mehr hat oder einem nichts mehr einfällt, eigene Sachen zu machen, weil dafür ist man irgendwie auf der Welt, was Eigenes in die Welt zu tragen. Ob man jetzt was erfindet im Gartenbau, ob man einen Stuhl erfindet, ob man jemanden liebt auf eine besondere Art oder ja, alles, was man Originäres tut, ist eine Geburt. Und das schenkt man der Welt und dann schenkt die Welt es weiter. Ja, also das kommt ja auch irgendwo her. Das ist, man ist ja jetzt nicht der Superschöpfer, sondern das fällt einem zu, aber es ist ja kein Verdienst. Was ich gesucht habe, war vielleicht Performance, aber es gab es damals noch nicht und so. Und dass man halt, es geht halt auch darum, man kann ja auch Rollen spielen und die dann zersetzen, aber es wird ja immer verlangt oder wurde immer verlangt von Schauspielern, dass sie das im Innersten aufsagen. Ich kann ich kann nicht Käthchen von Heilbronn sein und die Kunst bedient ja Bilder in der bürgerlichen Welt von Dasein, von Frauen, die liebliche Frau. Also Georgette, die hat mal zu mir gesagt, Cora, warum ziehst du denn nicht was Schönes an und singst was Schönes? Das wollen die Leute von mir. Gehen Sie weg. Also so jemand, der selber ja, sich so transformiert. Und eine Transformation durchgemacht hat, der mich auch noch so von außen beurteilt, ja, oder die. Als Frau, das fand ich schon krass. Also so, und dieses, zum Beispiel habe ich vorgesprochen an der Schauspielschule in Wien, ja, und ich war 18, habe ich auch versucht in Burgtheater, ich habe keine Rolle gefunden, die ich spielen konnte. Da war dann zum Beispiel Trinculo, habe ich gespielt aus dem Sturm. Dann hatte ich mir ausgesucht die Gräfin Geschwitz, die Lesbische aus Lulu. Und dann hat mir noch gefallen Turandot, die alle Männer mal köpfen lässt. Die anderen Jungfrauen und sonstige Frauen, Gretchen, die irgendwie so von einem alten Mann gevögelt wird und dem zugeführt, weil der Teufel das will, an dem Faust, der das Wissen, an dem sich viele deutsche Regisseure immer noch mit dem identifizieren, das fand ich alles so ein bisschen eklig. Ekelerregend, also aus der weiblichen Sicht. Das ist ja das, was jetzt auch überall diskutiert wird. Wie spielt man das und so weiter. Und ich bin da nicht rangekommen. Ich habe keine Rollen für mich gefunden. Ich habe nichts gefunden, was ich spielen wollte, was ich sein wollte. Machst du Kabarett, ja, bist du die Hausfrau, die Putzfrau, die lustige Sekretärin oder die zickige Chefin oder es ist alles, also aber alles, was vor 80er war, waren sowieso die ganzen Sketche im Fernsehen. Das war ja irgendwie so, Mann liegt mit Ehefrau oder Geliebter im Bett, Ehefrau kommt rein, Ehemann, so ein schmieriger Humor. Ne? Ich fand ja auch Achterbusch toll und die Biermöselblosen und das alles. Und ich weiß noch, war so ein Stück in der Volksbühne, wo irgendeiner an ein Riesenkloß gekettet war. Das fand ich genial. Aber no chance, das waren dann rehäugige 17-Jährige oder so. Das war, und ich noch kein Bayerisch gekonnt und so, da brauchte ich gar nicht ankommen. Das war nichts für mich. In München, also es hatte ja früher, wenn man sagt, die Lesbe war ja ein Schimpfwort, oder ist es immer noch, ja, das ist totaler Schwachsinn, das ist einfach, kann man auch sagen, Hete ist auch ein Schimpfwort und so. Es war aber auch so, also ich habe mich dann immer als bisexuell bezeichnet, ja, weil ich bin aber mit allen zusammen, egal wer, wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich und wenn ich begehre, begehre ich, ja. Ich liebe die Welt, ich liebe alles. Ich verstehe auch Menschen, die Pflanzen lieben oder so. Das klappt bei mir noch nicht so, also es klappt nicht. Aber dann, eigentlich wollte ich ein Junge sein. Ich bin auch schwul, wie sagt man, eingeführt worden. Ich hatte einen Freund mit 16, der ist schwul geworden in der Zeit.
Und er hat mich dann so teilhaben lassen. Ich wurde quasi so schwul initiiert, weil da ich eh als Mann tanzen wollte, das war auch so eine körperliche Sache, bin ich dann immer in die schwulen Clubs und in die Transvestiten, hieß es damals, Shows, Clubs gegangen, in der schwulen Szene. Und das war so eine Zeit. Also irgendwann habe ich dann gecheckt, dass es nicht so ist. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt Hormone und habe dann zum Schluss eben bei Dagi Wartenberg am Broadway gearbeitet, mit den transsexuellen Kollegen zusammen oder nicht transsexuellen Kollegen, die meisten waren transsexuell. Die haben ihre Shows gemacht und es waren wirklich Shows. Es war Striptease und Animation, aber es war auch so ein geheimer Ort in so einem Walfischbauch mit einem roten Licht, wo man sich verstecken konnte. Und wir waren eine Familie aus Argentinien, aus Brasilien, aus Amerika, Südamerika und überall her. Das waren tolle Frauen, tolle Wesen, die tolle Nummern hatten, Kostüme, Musik getanzt haben, die Humor hatten, mit denen man die Nächte verbracht hat. Das waren auch Lebenskünstler, die viel ausgehalten haben. Und das waren meine Schwestern und das war meine Familie damals, bis ich 24 war ungefähr. Ich würde gerne jetzt zu dem Thema, was hat er denn wieder an? Was hat sie denn wieder an? Möchte ich mich heute vorstellen. Heute ist der zweite Tag. Ich trage heute einen Schlafanzug von meinem Vater. Der soll auch noch was sehen von der Welt. Ich bin mit dem Schlafanzug von meinem Vater in der Maximilianstraße unterwegs. Und ich finde, es ist auch so wie Versace oder MCM. Also ich finde, ich bin eleganter angezogen als einige andere hier. Und dieses Fragezeichen ist für meine Freundin Dagi, die auch so die an Brustkrebs gestorben ist, die auch immer so ein Fragezeichen um hatte, die aussah wie David Bowie und den Nachtclub geleitet hat, wo ich singen gelernt habe. Und das Kopftuch ist einfach zu empfehlen. Also zum Beispiel, wenn man auch eine Glatze hat, muss man sich nicht immer die Haare oder einfach so. Also das Kopftuch, ein Kopftuch tragen. Marcia Haidee hat ein Kopftuch getragen. Eartha Kitt hat Kopftuch getragen. Brigitte Bardot hat Kopftuch getragen. Und auch Romy Schneider war eine passionierte Kopftuchträgerin. Es ist einfach elegant und praktisch und hilft gegen die Sonne, auch für Herren zu empfehlen. Und spart den Friseur Haarensatz, kein Problem, Kopftuch. Also Kopftuch ist durchaus was sehr Modernes, kann man auch zu jeder Gelegenheit tragen, würde ich gerne wieder einführen. Handtaschen, überall sind Handtaschen, in jedem Geschäft sind Handtaschen, überall. Die Sprecher mit einem, die Handtaschen, die wohnen hier. Das ist nicht die Straße von den Kammerspielen, das ist die Straße der Handtaschen. Das ist, die sprechen nachts, die haben was vor. München ist für mich so eine Art von Amme. Ich bin hier groß geworden, ich bin hier geboren worden. Ich habe das Küssen erfunden mit der Freundin zusammen. Ich bin auf den warmen Boden gelaufen, an so komische Jägerzäune und habe so komische kleine Schokoladeneise gefressen in Massen. Ich habe viel Mäuse gefressen, viel Brausetabletten. Ich habe einen Dirndl gehabt. Im Frühling gab es Kniestrümpfe. Sommer, die Menschen sind reich in München. Und der Bahnhof glitzert und schwankt in der Sonne wie ein Yachthafen. Auf dem Odeonsplatz fahren 13-jährige reiche Kinder im Land Rover hin und her. Die blonde Brigitte regelt sich in der Sonne. Ich trinke einen Obstler. Gott sei Dank ist hier alles so klein und passt in mein Herz. Ein kleiner Marktplatz, auf dem es Suppe gibt, eine kleine Striptease-Bar, ein kleiner Bahnhof, kleine Züge, ein Wirtshaus, ein Eisenbahnautorenverein und ein Kunstpfeifer. Und dann war München halt dann auch meine Arme. Ich habe meine Lehrerinnen gehabt. Ich habe den Walter Ladengast, den Freund, der eigentlich aus Wien war, den alten Schauspieler mit seiner Frau Schutti Ladengast. Das war, und nebenan war Tati, das war nicht München, das war halt die Flüchtlingssiedlung, diese Mischung von Leuten, meine Patentante Tati mit den roten Haaren, mit den amerikanischen Weihnachten und dem jüdischen Mann und so. Das, und mit den Puderdosen von ihrer Mutter, die Operettensängerin gewesen ist, mit einer kleinen Ziege, hat sie als Kind gehabt. Es waren dann so verschiedene Welten eben. Aber München hat damals alles so aufgenommen und es war so viel los, es war so wild und bunt und
international und aber auch bayerisch. Also es war eine ganz seltsame Mischung, weil auch das Filmgeschäft da und so. Das war, glaube ich, auch München, diese seltsame Mischung, die so schön uncool war. Das hat mir gut gefallen, dass es nicht cool war eben. Auf dem Land, die Luft. Also wir waren ja jedes Wochenende auf dem Land am Chiemsee, am Langbürgener See. Und ohne das wäre ich nicht ich, glaube ich, das ist so. Das, am Langbürgener See, da geht es so runter und da ist mal eine für mich alte Dame runtergegangen mit weißen Haaren, ganz aufrecht in einem schwarzen Badeanzug. Und dann, wenn mich jemand fragt, ja, was mein Lebensziel ist, dann sage ich, ich möchte so wie sie, so aufrecht, in so einem schwarzen Badeanzug mit grauen Haaren, an so einem Tag möchte ich den Berg runtergehen zum Langbürgener See und da schwimmen gehen. Das ist mein Lebenstraum. Wirklich, ist so. Das ist so Bayern. Und trotzdem habe ich keinen Platz hier gefunden. Keine Chance. Ich spreche kein Bayerisch. Ich bin nicht polar. Mann, Frau. Du kannst Anarchist sein, du kannst ausgeflippt sein, aber du musst in eine Richtung, du musst klar sichtbar sein. Die Zwischentöne haben sie nicht drauf in Bayern. Anarchismus schon. Das versuche ich immer den Leuten zu erklären in Berlin, dass die in Bayern auch große Anarchisten sein können, wenn sie anarchistisch sind. Berlin bedeutet gar nichts für mich. Berlin musste ich hingehen, weil in München nichts mehr gelaufen ist und ich war im Nachtsalon. Und ich wäre nicht hingegangen, wenn die Mauer noch gestanden wäre. Ich fand es zu cool. Ich mag das nicht so cool. Ich mag uncoole Leute. Also cool, ja, cool, gleichmütig auf eine Art. Also cool sein auf eine richtig coole Art. Aber dieses so, ich meine, die Deutschen sind eh ein bisschen gefühlsarm und ausdruckslos und dann auch noch cool. Das ist mir echt too much. Und in Berlin war halt damals dieses super Depressive und ich war auch damals im Lesbenlokal. Man dachte, man wäre in Finnland. Also man hat gar nicht miteinander gesprochen oder so. Und dann hab ich das, hä? Es gibt nicht die wichtigsten Arbeiten, es gibt ein paar große Geschenke, ein paar Menschen, die Stimme, die Arbeitsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich kann ja sagen, die schönste Zeit war mit halt immer, wenn ich mich bewege, also wenn ich rauskomme. Das ist halt, wenn man auch andere Leute kennenlernt, um wieder was zurückzubringen, da wo man herkommt. Und ich mag halt bestimmte Sachen gerne, ich mag gerne für andere arbeiten und so Ideen bekommen, wo man sich hingeben kann. Und ich denke auch gerne mit anderen zusammen. Und dann mache ich gerne eigene Texte und so. Und ich finde, ich würde aber nie mehr nur eigene Sachen machen wollen wie früher. Ich brauche den Austausch jetzt. Das habe ich wirklich erfahren. Das ist ganz schön. Und dann eben wieder was Eigenes zu machen und das zu versuchen und eigene Ideen in die Welt zu tragen. Und das sind dann immer so Phasen. Ich finde es am schönsten, wenn sich so abwechselt. Warum können Frauen nicht einfach super Künstlerin oder ganz toll sein oder für das oder Freiheitskämpferin oder Sozialkämpferin oder Sozialarbeiterin? Warum muss es dann immer noch eine Superfrau sein? Also das ist ja was Außergewöhnliches und super toll. So eine Göttin der Freiheitsbewegung, eine feministische Göttin. Warum kann das nicht? Das ist eine Wahnsinn. Warum können Frauen nicht mittelmäßig sein einfach und einfach da sein? Einfach da sein, ja? Und dieses einfach da sein, einfach ein Arschloch sein oder einfach super gut sein und einfach da sein. Ich mache das immer so, ich tue immer so, als wäre nichts, als wäre es selbstverständlich, frei zu sein und so wie ein Mann zu leben und zu arbeiten und rauszugehen und sein Leben zu leben. Und man wird dann oft dafür gedisst, aber es
geht dann, also so. Und man wird ein bisschen als abartig behandelt, weil man eben einfach ein normales Leben lebt. Also normal in der Sinne, was Männer leben. Aber ich habe gesagt, ich habe das immer so gemacht. Ich habe einfach so getan, als wäre das, was ich mir wünsche, Realität. Ich würde einfach gerne, ja, mit diesen Erlebnissen, ehe es zu spät ist, also keine Biografie, sondern das ist ja so ein Reichtum an Geschichten und ich merke jetzt, wie schnell sich die Welt verändert und dass meine Welt anderen Leuten schon ganz weit weg ist und so. Und ich denke, dass die Welt besteht aus Geschichten und Kunst ist letztendlich auch Geschichten erzählen in Bildern, in Tänzen. Das ist halt meine Geschichte und das ist ja auch so der mein Beitrag zu dieser Welt und dann bin ich irgendwann weg, ja. Und ich denke mir, ich finde mich jetzt nicht besonders wichtig, aber ich finde, jeder sollte sich so wichtig finden, dass er seine Geschichte vielleicht irgendwie erzählt oder irgendwie verarbeitet. Und ich finde, warum nicht, also dass man quasi die Ernten, dass man auf sein Leben blickt halt und dann sieht, das war da. Und so wie ich erzähle von diesen ganzen Menschen, denen ich begegnet bin, die waren alle ein Wunder. Und ich möchte von diesen Menschen noch erzählen, dass die noch da sind. Und auf einmal, wenn du wieder selber auftrittst, merkst, sind die alten Fragen wieder da. Wer bin ich? Und dann sage ich halt, ja, ich bin tatsächlich non-binary. Es stimmt, also ich bin, die alten Kämpfe sind noch da, aber es hat sich auch was getan und dann kann ich auch irgendwo anknüpfen. Also so, und dann fängt man halt an, will ich jetzt immer noch einen Mann, will ich immer noch Hormone nehmen oder nicht? Und ich weiß es immer noch nicht. Keine Ahnung. Bin ich jetzt gerne eine Frau? Ich weiß es nicht. Also du stehst dann doch irgendwann wieder vor den alten Fragen. Ja, ich freue mich auf die mir verbleibenden Jahre, die ich mit Menschen verbringen will. Zusammen denken ist gut, alleine denken ist kriminell. Ich will dahin gehen, wo ich willkommen bin. Ich will gute Sachen machen mit den anderen, denn ohne die anderen ist man nichts. Ich will Musik machen, egal wie. Ich will in die Natur gehen und hoffe auf einen Austausch, der den anderen was bringt und mir. Und dann würde ich gerne wie eine Möwe vom Himmel fallen am Schluss. Ich habe mal so tote Möwen am Strand gesehen. Oder ich würde gerne wie so eine Tulpe, die sich so spreizt, bevor sie dann verblüht. Also so, nochmal irgendwie so total obszön auch, die sich so spreizt in Knallefarben und dann verblasst es etwas, immer noch wunderschön und auf einmal macht es und es fällt alles runter. Das ist dann das Ende. So stelle ich mir das vor, also so, vielleicht klappt es ja. Oder einfach verschwinden.